Hallo unsere lieben Zuschauer, wir machen ja ein Let's Play, ein anonymes Let's Play, also wir wissen nicht, was das für ein Let's Play das ist. Ich bin Safed. Ich bin Ahmed. Ich bin Ferret. Ja, wollen wir nicht mal lange reden und fangen einfach an. Unser Let's Play handelt sich um Pflanzen gegen Zombies. Teil 1. Ja, da fängt einer, Ahmed fängt gleich schon mal an. Level 1. In diesem Spiel geht es um diese Pflanzen, müssen diese Zombies also von den Blumen fernhalten. Ja. Wie ihr seht, kriegt man immer diese Punkte, dann kann man sich immer neue Sachen kaufen. Also es geht schon voran. Wie findet ihr das Spiel? Also für mich gerade nicht. Für kleine Kinder denke ich. Also für Ältere denke ich nicht. Das Spiel ist eigentlich gut. Früher habe ich das immer gespielt, aber jetzt ist eigentlich nicht so interessant, weil ich ein anderes Spielgenres war. Und ja, das Spiel kann eigentlich auch süchtig machen. Aber jetzt nicht, weil man zu alt ist. Und man sieht auch direkt, wie diese grüne Pflanze den Zombie erstmal den Kopf wegschießt und danach fällt er also hin. Ja, und dieses Spiel gibt es auch für Smartphones und für Tablets. Also das jetzt nicht in diesem Alter beschränkt, den wir sind, sondern das erst für eher für 6- bis 8-Jährige oder 10-Jährige geeignet. Also nicht für Ältere. Also man spielt mit der Maus, von diesen Blumen können auch diese Sterne kommen, also das sind diese Punkte, die man verdient und dann mit diesen Punkten kann man halt Erbsen kaufen und Sonnenblume und von den Sonnenblumen bekommt man halt diese Punkte. Ja. Und da kommen schon wieder zwei Zombies auf dich zu. Hat auch Rasenmäher, wenn es zu viele Zombies werden, kann man diese Rasenmäher legen und die überfahren und mähen alle Zombies. Jetzt hat er die erste Welle geschafft. Kommen wir zu der nächsten Welle. Und das ist auch die letzte Welle. Und das ist auch die letzte Welle. Das ist die Kassette also davon. Hier sieht man auch Pflanzen gegen Zombies. Also ist er noch der Teil 1. USK ist ab 6. Ja. Wenn er diese Runde noch. Und das ist ein neues Item, was er freigeschaltet hat. Also er kann sich jetzt noch was kaufen. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wäre schön, wenn ihr es einen Daumen nach oben geben würdet. Und tschüss. Bis nächstes Mal.